So, hallo. Ja, ich könnte Things aufnehmen, aber ich nehme wieder Wordle-Varianten auf. Nachdem allerdings jetzt die Anzahl an Varianten immer mehr steigt, würde mich mal interessieren, welche ihr gerne sehen würdet. Also, so, welche findet ihr so bisher am besten? Gibt es irgendeine, die ich weglassen kann, soll? Ich habe überlegt, ob man einfach, ja, ein Nördle und ein Quördle macht, weil Quördle ist ja im Prinzip die Vervielfältigung vom normalen Wordle. Ich weiß es nicht, ob ich, also wenn sie schnell gehen, kann ich ja mehr machen, aber wenn es halt lange dauern, ah, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich auch noch hier gezeigt bekommen, dass es auch noch Global gibt. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Da muss man scheinbar Länder erraten und je nachdem, wie nah man dran ist, werden die Länder in der Nähe unterschiedlich gefärbt. Das Problem ist, ich gehe davon aus, dass das sehr schwierig wird, weil ja bestimmt die englischen Namen von Ländern gefragt werden und ich habe halt keine Ahnung, wie die ganzen Länder auf Englisch heißen, geschweige denn auf Deutsch, das hatten wir schon mal, ne? Wir haben recht viele Länder, dazu verweise ich gerne auf mein Erdkundeprojekt. Wie hieß das, Ding? Geography World Quiz, irgendwie sowas. Keine Ahnung, da haben wir jedenfalls alle Länder der Welt einmal durchexerziert. Jetzt klicken wir mal einfach hier drauf und gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Enter Country Name hier. So. Also das heißt, ich rate jetzt irgendein Land und komme halt dann in die Nähe von dem Land oder auch nicht. Also wir nehmen einfach mal Germany, weil die Anzahl ist jetzt ja schon. Geht auch Deutsch. Also nimmt er auch deutsche Wörter? Deutschland? Geht das? Invalid Country Name. Scheiße, ich muss echt englische Wörter nehmen. Das ist schlecht. Germany. Drag, click and zoom in on the globe to help you find your next guess. Also Germany ist jetzt lila, das heißt, es ist recht nah dran, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Closest Germany. Okay. Alles andere, ja gut, dann nehmen wir halt als nächstes mal France. Hallo? Okay. 3D. Allerdings der Globus selbst ist nicht 3D. Wenn ich den gerade so bewege, dann merkt man erst, wie der 2D technisch wird. Wenn ich dann anhalte, dann sieht er ein bisschen 3D technisch aus, aber wenn ich den drehe, wirkt es nicht mehr wie 3D. Okay, ist ja wurscht. So, France. Ist auch lila. Lila ist nah dran, ne? Wenn ich es jetzt richtig, nicht, dass ich es jetzt genau falsch rum mache. Ich gehe noch mal kurz auf das Fragezeichen. Ich hoffe, dass ich damit nicht rausgeworfen werde. Nee. Genau, hier ist ja das Beispiel Japan und dann wäre France ganz weiß und das wäre, ja, also je dunkler, umso näher dran. Gut. So. Ach so, weil ich rangezoomt habe, hat er die. Oh! Stimmt, so ist es eine schöne Kugel. Und weil ich aber rangezoomt habe, verliert er dann. Ah, jetzt sieht man, wie hier der Rand dazukommt. Okay, habe ich nichts gesagt. Ist es ein gutes 3D-Modell? Ich habe nur zu nah rangezoomt. Okay. Ja, genau, da sieht man es. Hier geht er zum Rand immer näher hin. Zack, und jetzt, ab jetzt ist es nur noch ein Kreis. Ah, I see. Okay. Aber hat jetzt damit nichts zu tun. So, ja, dann, puh. Was nehmen wir denn mal? Ja, keine Ahnung. Nehmen halt mal Spain. Die Frage ist, ob ich mich dann weiter wegbewege oder ob ich näher hinkomme. Ist alles lila. Nehmen wir halt mal Italy. Also wir wären irgendwo in Europa wahrscheinlich unterwegs. Wobei es könnte halt auch da unten sein. Und dann wird es schwierig. Oh, Italy ist noch dunkler. Italy ist noch dunkler. Dann gehen, sind wir in die Richtung unterwegs. Dann nehmen wir mal Greece. Greece ist grün. Ach so, das ist dann richtig. Okay. Ja, also ich denke. Global ist jetzt nicht so, weil das Problem sind die Ländernamen. Also, ne, stellt euch einfach mal vor, keine Ahnung, hier unten wird irgendein Land lila. Und dann, ja, was ist denn da außenrum? Ist vorbei. Ist vorbei. Er ist komplett vorbei. Keine Ahnung. Okay. Ja. Gut. Das war Global. Gehen wir zu Nördel. Nördel. Nördel Beste. Nördel einfach Beste. Okay. Ich probiere mal wieder warte, wir können mal machen 1 mal 2. Jetzt hätten wir 2, dann machen wir mal plus 8.
Nee, plus 9, nee, plus. Doch, plus 6. Dann kann ich noch die 0 und die 9 benutzen. Jetzt habe ich das Mal drin, ich habe das Plus drin, ich habe ganz viele Zahlen drin. Jetzt können wir mal gucken, in welche Richtung wir uns bewegen werden. Habe ich was? Ist 08. Dann wollte ich plus 7. Ich wollte auf jeden Fall auf 09 rauskommen. Ist 09. So, und ich wollte unterschiedliche Zahlen haben. Okay. Das ist gleich, ist nicht an der richtigen Stelle. So. Das könnte also jetzt entweder sein, dass nur an einer Stelle rauskommt und das ist gleich muss hier sein. Oder es könnte sein, gerade dadurch, dass ein Mal dabei ist, dass das ist gleich sogar hier vorne ist und hier was Großes miteinander multipliziert wird. Ja, das wäre auch denkbar. Okay. Keine 1, kein Plus, keine 0. Aber eine 2, eine 7 und eine 9. Ja, jetzt müssen wir es mal ein bisschen weiter überlegen. Das Mal ist nicht an der richtigen Stelle. Das heißt, wenn es eine große Zahl ist, müsste das Mal hier stehen. Probieren wir das mal aus. Sagen wir mal 34 mal 5 ist gleich. Jetzt müssen wir gucken, dass da was rauskommt, was keine 0 hinten hat. Das hat aber eine 0 hinten. Damit ist das schon Schwachsinn. Dann machen wir mal. Naja, wir können ja 33. Nee, ich will eigentlich mehrere Zahlen durch. Ich will eigentlich mehrere Zahlen durchtesten. Dann machen wir jetzt halt mal 36. Ah, da kommt dann aber irgendwas mit 100 raus. Das ist auch nicht. Das reicht dann nicht aus. Machen wir mal 36 mal 8. So, lass mich mal ausrechnen. Ich meine, jetzt kommen ein paar Zahlen vor, die ich eigentlich nicht mehr benutze. Darf ich die eigentlich dann noch benutzen? Okay, ich darf es noch benutzen, das ist gut. 36 mal 8. 8 mal 30 ist 240. 8 mal 6 ist 48. Damit sind wir bei 200. 88. Ja, komm, ist egal. Wir wollen ja ein bisschen testen, so. Die 2 hätte ich hier nicht verwendet. Also die 2 ist klar, dass die eigentlich nicht dabei ist, aber ich will wissen, ob das ist gleich hier ist und ich will wissen, ob das mal hier ist. Das sind die 2 Sachen, die ich kontrollieren möchte. Genau. Ansonsten könnte es ja natürlich auch sein, dass an einer Stelle rauskommt, dass wir hier irgendwas multiplizieren, dann ziehen wir noch was ab vielleicht sogar oder teilen irgendwas. Das wäre ja alles denkbar. Gut, gucken wir mal, was passiert. Erstmal, ob ich richtig gerechnet habe. Nochmal, 30 mal 8 ist 240, 8 mal 6 ist 48, 288 passt schon. Enter. Okay, ist gleich und mal ist an der richtigen Stelle und es kommt sogar was raus mit im 200er-Bereich. Okay, gut. Jetzt haben wir auch alle Zahlen, die vorkommen. Wir haben die 9, wir haben die 7, wir haben die 2, wir haben die 8, wir haben die 6. Wir haben die 3. Es wird mit einer Zahl hier mal genommen, die eine Einserstelle hat. Also die einstellig ist. Die 8 ist es nicht. Es könnte aber die 9 sein. Die 4 und 5 brauche ich eigentlich gar nicht mehr probieren, weil ich habe ja alle Zahlen jetzt schon, die ich brauche. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen bauen. Ich bleib mal. Ne, 3 vorne ist ja auch falsch. 3 vorne ist ja auch schon falsch. Das gefällt dem ja schon nicht. Gut, vorne könnte auch eine große Zahl sein. Sagen wir mal, vorne ist, keine Ahnung, 97. So. 97 nehme ich jetzt mal 3. Was käme denn da raus? 3 mal 90 ist 270. 3 mal 7 ist 21, wird 291, kann schon nicht sein, weil wir dann zweimal die 9 hätten. Und 2 mal 9 ist, glaube ich, schon gar nicht mehr denkbar? Fragezeichen, weil ich glaube, alle Ziffern sind besetzt. Ja, ich glaube, eine doppelte Ziffer kann, glaube ich, nicht mehr vorkommen. Oder? Warte mal, wie viele Ziffern sind safe?
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ziffern sind safe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Also keine Ziffer doppelt. Damit ist das eigentlich schon mal eine Multiplikation, die nicht möglich ist. Okay. Das heißt, ich darf nicht in die 290er-Bereiche reinkommen, wenn ich hier von den 90 verwende. Verwenden wir halt mal, was hatte ich gerade? 8 und 3, ne? Machen wir mal 83 mal. Nee, das ist schon viel zu viel. Das wäre schon viel zu viel. Nee. Ich brauche die 3, brauche ich, glaube ich, für die Multiplikation. Die 3 müsste ich an der Multiplikation haben. Sonst wird es zu viel. Sonst könnte es zu viel werden. Außer es wird. Nee, aber das fängt ja nicht mit 3 an. Also, es fängt hier auf jeden Fall mit mindestens 6 an. Wenn es mit mindestens 6 anfängt, wäre das kleinste mögliche 63 und das mal 7 sind wir schon über 200. Also das kann es nicht sein. Also muss es mal 3 sein. Geht gar nicht anders. Jetzt nehmen wir mal die kleinste mögliche Zahl, das ist 67 mal 3. Was käme denn da raus? 3 mal 60 ist 180. Das wäre 201, aber es ist keine 0 dabei. Okay, dann ist es nicht 67 mal 3. Zurück. Was ist mit 68 mal 3? Jetzt wären wir bei, naja, 204 wird nicht besser. Dann ist es auch nicht 69, weil dann wären wir bei 207. Also da kommt immer eine 0 hinten vor. Das kann es ja nicht sein. Okay, also keine 60er-Zahl mal 3. So. Damit ist das die Geschichte dann schon passé. Ja, dann muss es vielleicht eine 70er-Zahl sein. Fangen wir wieder mit dem kleinsten an. 76 mal 3. 3 mal 70 ist 210. 3 mal 6 ist 18. Macht am Ende. Aber ich brauche die 9 ja irgendwo. Ich brauche die 9 irgendwo. Es geht schon nicht auf. Geht schon nicht auf. Geht schon nicht auf. Geht nicht auf, okay. Delete. Kriege ich die 9 irgendwie unter, indem ich irgendwas mal 3 rechne? Was mal 3 ergibt denn 9? Eigentlich ja nur 3 mal 3 ergibt 9. Die 3 darf aber schon nicht doppelt vorkommen. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss schon wieder, nehmen wir noch auf. Das bedeutet im Umkehrschluss jetzt aber dann schon wieder, dass die 9 hier vorne vorkommen muss. So, angenommen die 9 wäre jetzt die erste Ziffer. Angenommen die 9 wäre die erste Ziffer. Dann wäre das Kleinste, was ich mal 3 nehmen könnte, 96. Und 96 mal 3. 3 mal 90 ist. Warte kurz. 3 mal 90 ist 270. Hat man das nicht gerade? Das war doch gerade das, wo ich gesagt habe, 288 und es kommt nicht raus. Irgendwie sowas. Ach nee, Quatsch, warte mal. Wir rechnen es nochmal kurz. 90 mal 3 sind 270. 3 mal 6 sind 18. Doch, das ist auch 288. Und das kann es nicht sein. Also ich würde fast vermuten, die 9. Die 9 ist an der einer Stelle. Sagen wir mal 79. 79 kann es auch nicht sein, weil 3 mal 9 ist ja schon 27. Das heißt, es müsste jetzt im Ergebnis hinten eine 7 sein. Damit darf eigentlich eine 9 dann nicht an der zweiten Stelle sein, wenn an der ersten Stelle eine 7 steht. Weil ich dann die 7 schon verwendet habe. Okay? Dann probieren wir mal 89. Was ist 89 mal 3? So, 3 mal 80 ist 240. 3 mal 9 ist 27, ist 267. Das ist es. Ich habe die 2 jetzt hier.
Ich habe die 6 noch nicht verwendet, ich habe die 7 noch nicht verwendet. Ich liebe freaking Nerdle. Es ist so gut. Es ist so gut, weil du kannst wirklich nach den ersten Sachen kannst du wirklich drauf kommen, indem du ganz viel überlegst. Du musst nicht mehr viel raten. Du musst einfach wirklich ein bisschen überlegen. Klar hat es jetzt eine Weile gedauert und zwar viel rumgeschwafel, aber man kommt dann drauf, ohne einen weiteren Fehler zu machen. Ich liebe das. Ey, das ist so gut. Okay. Ja, dann schnell ins Quirl. Schnell ins Quirl. Okay. Also. Wir nehmen mal Vocal als Startpunkt. Das hat mir noch nicht so viel gebracht. Okay, hier ist ein O fest. Dann nehmen wir mal Ports. Das ist auch alles noch Buchstaben, die wir noch nicht hatten. Und halt das O. Okay, das hat hier nichts weitergebracht. Hier hat es das R gebracht, hier hat es das T gebracht. Okay. Wo gehe ich jetzt weiter? Wo gehe ich jetzt weiter? Hier habe ich sogar zwei Buchstaben. Ich würde fast sagen, dann fängt der hier vielleicht mit SP an. Ach nee, doch, kann ja sein. Ich meine, damit gehe ich jetzt hier wieder, breche ich jetzt hier wieder mein O weg, aber ich kann ja andere Buchstaben testen. So. Ein A kommt auch vor. Spawn. Spawn wäre ein Wort, was denkbar ist. Hier ist Spawn absolut denkbar. Und W und N haben wir bisher noch nirgends verwendet, können wir gleich mal mit rausnehmen. Okay. Es ist am Anfang kein P. Danach. Haben wir sonst noch irgendwo was dazu gewonnen? Hier haben wir das A. Nee, das A hatten wir schon. Das A hatten wir schon. Ich muss halt aufpassen, sobald ich hier unten bin, habe ich nur noch für vier Wörter. Ich muss ab dem 1, 2, 3, ja, ab dem übernächsten Guess muss ich alle richtig bekommen dann. Ich habe dann keine Optionen mehr, um noch zu variieren. Ich habe dann keine weiteren Optionen mehr, um noch zu variieren. Das ist halt schon kritisch. Das ist halt schon richtig böse kritisch. Ich glaube, man spielt Quirtle eigentlich anders. Ich glaube, man spielt Quirtle wirklich mit möglichst vielen Wörtern und fängt dann nicht an, bei einem weiter zu raten, sondern macht erstmal einige Wörter hin und dann erst fängt man an, richtig zu raten. Ich glaube, so spielt man Quirtle. Aber ja. Okay, wir bleiben mal hier unten. Weil das Ding ist nämlich, wenn ich jetzt SPA benutze die ganze Zeit bei den nächsten Rätseln, dann gewinne ich ja nichts. Ich weiß ja schon, dass SPA bei den anderen nicht dabei ist, ne? Da gewinne ich ja überhaupt nichts. Es wäre eigentlich viel schlauer, jetzt noch irgendein Wort zu bilden, mit Buchstaben, die wir noch gar nicht verwendet haben. Komm, das machen wir jetzt auch mal. Mu. Mu. Ich würde das eh gerne irgendwie einbauen. Me. Meep. Gibt es Mebit? Schade. Oh, warte, Medi. Medik. Medik gibt es. Ich meine, C ist schon raus, aber C wird hier oben sowieso verwendet. Vielleicht haben wir Glück und das C ist dann am Ende. Und M-E-D-I haben wir noch nirgendwo gesehen. Oh! Wichtig und richtig. Hier haben wir auch ein paar Buchstaben dazu bekommen. Okay, kriege ich den jetzt fertig? Also, SE startet es. Es kommt ein P vor, es kommt ein A vor. Ich muss jetzt ja nur noch fertig machen. Sepia. Das ist schon wieder eine freaking Farbe. Weil das andere, die andere Variante A kann nicht hier sein. Wir sind hier durch. Sepia ist fertig. Ärgerlich ist halt, die anderen jetzt dadurch, dass ich. Aber ich Sepia muss ich ja auslösen. Ich meine, dass es Sepia ist, ist jetzt offensichtlich. Und ja. Aber jetzt muss ich halt eine, also einen.
Einen Ratedings habe ich noch, weil ich jetzt den schon hier auslöse. Ein Ratedings habe ich noch. Hat mir jetzt Sepia irgendwo noch irgendwas zusätzlich beschert? Nee, nichts was Neues, nichts was neu dazu gekommen ist. Okay. Gut. Wo haben wir bisher am meisten? Ein Buchstabe, zwei, drei, vier. Hier haben wir alle Buchstaben. Hier oben haben wir alle Buchstaben. Okay. Wir wissen, R und I ist in der Mitte. Wir wissen, es kommt ein C vor ein A und ein D noch zusätzlich. Zum Beispiel also. Carrot gibt's nicht, ne? Nee. Okay, wie könnte das Wort lauten? Wenn es mit D anfängt, das A muss in den ersten beiden vorkommen. Also das A muss in den ersten beiden vorkommen, anders geht's gar nicht. Jetzt kommt RI, jetzt hätten wir C. Derrick. Okay. Ich weiß jetzt zwar automatisch nicht, was Derrick ist, aber das ist, denke ich mal, das Wort, was hier gesucht wird. Derrick. Nein! Scheiße! Ah nein, hätte ich sehen müssen, dass das hier nicht sein kann. Scheiße. Okay. Aber wie gesagt, A muss vorne sein. Equid. Equid. Das muss es jetzt sein. Ich habe sonst keinen weiteren Rateversuch mehr. Das ist das Problem. Equid muss es jetzt sein. Spricht irgendwas dagegen? R ist an der richtigen Stelle, I ist an der richtigen Stelle, D dürfte hier stehen. A darf hier stehen, C darf hier stehen. Das muss es sein. Und ich muss es auslösen. Das hilft mir bei den anderen jetzt nicht weiter, aber ich muss es auslösen. Okay, zwei Versuche noch für die anderen zwei und die dürfen nicht fehlschlagen. Das ist scheiße, weil ich habe hier nur E und I und T. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Und ich habe hier nur O, N und I und die nicht mal an der richtigen Stelle. Oh, das ist schlecht. Oh. Okay. Sagen wir mal, das geht mit No los. Neu. Aber mit den Buchstaben, die übrig sind, ist das halt auch wieder so eine Geschichte, ne? Was könnte es sein? Neuf. Die anderen Buchstaben haben wir halt noch nicht. Das ist das Problem. Ja, macht das blöde Y noch. Also mit Y könnte auch immer gerne was sein. Wir haben auch U noch gar nicht verwendet. Konix. Konik. Konik. Konif. Ich darf halt nicht falsch liegen. Konik. Ja, leider gibt es das im Englischen nicht. Onyx. Onis. Onip. Oh, warte mal. Hatten wir Conip schon? Okay. I darf ja gar nicht da sein. Ups, was mache ich für einen Quatsch? Was mache ich für einen Quatsch? Ach, I darf da ja gar nicht sein. Genau, I muss ja woanders sein. Ach, stimmt, dann habe ich ja meine ganzen Versuche gerade, waren ja gerade Müll. Ich müsste es ja dann andersrum machen. Ich müsste ja zum Beispiel Konbi oder. Oder Kongi, oder Konfi, oder Kongsi, oder Konsi, oder Konki, oder Konji, oder Konhi, oder Konbi hatte ich glaube schon. Oder Konui. Oder Conny. Ich muss auch nicht mit Con anfangen. Gonbi, Gonfi, Gonki. Meine, ich bin ja der Meinung, dass ich eigentlich englische Wörter recht gut kenne. Aber es ist halt alles noch denkbar. Das ist das Problem. Und ein I kann nicht am Anfang sein. Also Io, wenn
Wüsste ich nicht. Ion. Ion. Wüsste ich echt nicht. Wirkt auf mich merkwürdig. Also ich würde schon sagen, dass das I nicht am Anfang ist und direkt nach dem O des I. Ja doch, neu. So wie Neuss, aber Neuss ist halt S, S und E beinhaltend. Damit ist es ja schon raus. Gibt es noch irgendwas wie man neu? Nee, ne? Warte mal, Voi? Nee, V ist auch schon raus. Was gibt's noch mit OI? Mit und einem N irgendwo. Coin. Nee, Coin, C ist auch schon raus. Goin. Boi. Boing! Also, erlaubt er Boing als Wort? Oh nein, er erlaubt Boing grundsätzlich als Wort. Und es würde ich jetzt aktuell nichts dagegen sprechen. B hatten wir noch nicht. O ist an der richtigen Stelle. I darf da stehen. N darf da stehen. Und G hatten wir noch nicht. Das wäre ein grundsätzlich mögliches Wort. Das heißt, wenn es das nicht ist, habe ich einfach Pech. Weil ich habe nichts falsch gemacht beim Raten dieses Wortes. Dieses Wort erfüllt aktuell alle Bedingungen. Wir gucken mal kurz da hoch, wie viel mir Boing jetzt hier bringen würde. Auch da natürlich B noch nicht verwendet. Ich meine, ich habe jetzt keinen T drin, ist klar, weil, ne, wenn es jetzt, wenn ich hier noch einen T einbauen könnte an der Stelle, wäre es noch perfekt, aber es kann halt sein, dass das einfach kein T hat, dieses Wort. Dieses Wort hat halt ein T. Ja, komm, wir nehmen Boing. Scheiß drauf. Nein! Dann ist es going. Dann ist es going. Ah, verdammt. Okay, dann guess ich hier unten auf going. Ich kann es nicht mehr eintippen, weil ich will hier oben noch kurz raten. I und T ist jetzt an der richtigen Stelle. Und ein E kommt auch noch vor. Ach, das ist doch zum Kübeln. Ich habe am Anfang wieder zu viel geraten. Ich glaube, ich muss da strategischer vorgehen. Deutlich strategischer. Gibt es E-Kith? Nein. Gibt es E-Fith? Nein. Ich würde sagen, es hört mit ITH auf, aber ich bin mir nicht sicher. Es muss auch nicht mit E anfangen. Aber wenn es nicht mit E anfängt, dann muss das E ganz am Ende sein. Okay, ITE könnte es aufhören. Ja, ITE ergibt mehr Sinn. Mit ITE aufhören ergibt irgendwie mehr Sinn. Dann könnten wir sowas haben wie Quite. Quite. Ich gehe auf Quite. Quite ist denkbar. Und wie gesagt, hier unten gehe ich auf Going. Ich kann es aber nicht mehr eintippen. Quite erfüllt alle Bedingungen aktuell. Ja. Scheiße. Ah, so close. So close. Ja, da oben steht sogar so close. Ich habe das gerade gar nicht vorgelesen. Ich habe es selber gesagt. Okay. Ah, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Komm, lass noch schnell das deutsche Wordle. Das ist, denke ich, zumindest was schnell geht und das Englische. Ach komm, wir machen das Englische auch noch. Scheiß drauf. Das Problem ist, ihr merkt es an der Zeit. Das hätte jetzt ein Things-Part sein können. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mal kurz am Tag schnell das Wordle aufnehme und dann sammle ich das über die Tage, sondern ich habe jetzt irgendwie, ich nehme so am Tag davor halt auf und am Tag danach kommt es direkt, aber dafür kein Things-Part. Das ist ein bisschen schwierig gerade, weil ich. Ach, verdammt. Wie mache ich das denn am blödsten? Hä? Wieso bin ich jetzt. Was ist denn jetzt los? Die Seite heißt jetzt 6x5 und nicht mehr Wordle. Okay, Moment, ich muss hier ganz kurz was einstellen. Was ist denn das jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Bin ich jetzt auf der Re 6x5.
Ist es noch das Gleiche? Nein. Okay, also die Seite hat sich geändert. Interessant. Na gut. So, Runde. Eingabe. Wahrscheinlich kaufen teilweise irgendwelche Unternehmen dann die Seiten und machen damit jetzt mehr Geld. Wobei ich hier kriege ja keine Werbung, also ich weiß nicht. Es ist ganz, ja, es ist, ja, keine Ahnung. Jetzt ist es halt 6x5 Game. Ich verstehe, also manche Sachen raff ich nicht. Aber gut, so. Runde. Erpel. Okay, das E da hinten ist safe fest. Kein anderes E kommt vor. Das R ist immer noch nicht fest. Pferd. Nee, P kommt nicht vor. Ach so, und E. Ja, falsche Stelle. Never mind. Okay, sagen wir mal, wir hören mit ER auf. Sagen wir mal, wir hören mit ER auf, dann könnte davor stehen. Nee, das ist nicht das Wort, was ich gesucht habe. Es könnte so alles davor stehen, vor ER mit 5 Buchstaben. Ich habe gerade an Bohrer gedacht, aber das wären zu viele. Sagen wir mal, wir hören mit TER auf. Was könnte vor TER stehen? L ist schon weg. Ich habe gerade an Alter gedacht. Das ist leider schon weg. Vielleicht hört es ja auch nicht mit. Es hört mit WER vielleicht auch auf. Was könnte vor WER stehen? Wüsste ich auch nichts. Es hört mit BER auf. Vor BER könnte stehen. Wüsste ich auch nichts. Es hört mit FER auf. Vor FER könnte stehen. Ja, genau, Koffer, weil es zwei F sind. Mofer? Nein. Tofer, Gofer. Nee. Nee. Sagen wir mal, es hört mit SER auf. Vor SER könnte stehen. Ist Moser ein Wort? Nein, schade. Ich meine, es muss ja auch nicht mit ER aufhören. Mann. Sagen wir mal, es hört mit VER auf. Vor VER könnte stehen. Ich wüsste nichts. Sagen wir mal, es hört mit HER auf. Ich meine, Geher, ist Geher ein Wort? Nee, es kann nicht zwei E haben. Never mind. Schon vorbei. Aber Seher. Seher ist wirklich ein. Also es hat wieder zwei E. Mann! Toher, Soher, Sia, Kia. Woher? Ich glaube, woher hatten wir jetzt schon so oft. Okay, es hört mit ER auf. Das ist doch schon mal was. W und O ist raus. H kommt auch vor. Aber H kommt nicht dort vor, wo es ist. Das ist schon sehr, sehr interessant wieder. Also fängt es vielleicht mit H an. Aber was kann jetzt noch da hinkommen zwischen H und den zwei, also welche zwei Buchstaben können da jetzt noch hinkommen? Meine, nach H müsste eigentlich ein Vokal kommen. Also H, A, Aser, H, Hater. Hater ist doch super. Hater ist super. Nimmt der Hater als Wort an? Nein, schade.
Ich wollte jetzt gerade sagen, mager ist doch ein tolles Wort, ist es auch, aber hat kein Haar mehr. Hager? Gibt es Hager? Es gibt Hager und es ist sogar das Wort. Okay. Alles klar. Ja, dann haben wir jetzt alles gespielt, ne? Nee, wir haben das englische Wörtel noch nicht. Ich raste aus. Okay, komm. Ganz fix. Na, ich habe schon keine Lust mehr. Hier, zack. Ich orientiere mich jetzt an meinem Quördel. Okay, wir haben ein I und ein A. Ich habe schon wieder nicht auf Hardcore, ist mir jetzt auch egal gestellt. Noch viel zu viele Möglichkeiten. Boah, ich kriege auch irgendwann krieg ich Kopfschmerzen von dem ganzen Gerate hier. Es wird langsam echt ein bisschen viel. Muss ich gestehen, es wird langsam echt ein bisschen viel. Deswegen entscheidet bitte mal in diesem Part oder unter diesem Part, welche Wordles oder Wordle-Varianten ihr gerne sehen wollt. Also Nördel spiele ich auf jeden Fall. Ist mir egal, ob ihr das sehen wollt. Nördel spiele ich. Aber alles andere ist so ein bisschen. Also Global werde ich nicht spielen. Auch da ist mir fast egal, ob ihr das sehen wollt, weil ich die englischen. Ich kann halt. Also ich krieg die englischen Namen von den Ländern nicht hin. Das endet in einem stundenlangen Rumgerate. Das ist nix. Gut. Hey, nee. Ich bin dafür nicht mehr geschaffen. Ich bin dafür einfach nicht mehr geschaffen. Bami, Bami. Gibt's Bamil? Ich hab. Ach, jetzt wird es ja. Jetzt muss ich ja alles eintippen, damit ich sehe, ob es das Wort gibt oder nicht. Ah, ist doch schon wieder scheiße. Wer doch rot, Mann? Wer doch rot? Ich will doch nur irgendwas haben, was mich auslösen kann, erstmal. Lame, ja. Nee, A ist ja da hinten nicht. Gibt's Lamit? Ach Mann. Gibt's Lamik? Lamip? Lamik? Ja, weiß ich auch nicht. Gibt's Malik? Malik gibt's immerhin. Okay, A und I ist fest. Und das C gibt's auch. Okay, so, jetzt wird's besser. Jetzt wird's besser. CA. CA. Cabin ist nicht richtig, weil N nicht dabei ist. Was gibt's denn so? Gibt's Cabic? Gibt's Cabic? Gibt's Cabi? Ist alles ganz komische Wörter, ich weiß. Cabit hatte ich, glaube ich, gerade schon, ne? Cabif. Cabix. Cabib. Alles Schwachsinn. Okay, Catty ist auch noch möglich. Kettet. Kettig. Catty. Kettig. Kettiv. Ich habe keine, also esse ich. Es endet nur noch im Raten. Es ist irgendwie ein bisschen traurig. Aber ich sehe halt auch gerade kein Wort, was Sinn ergibt. Muss auch nicht mit. Das C kann ja auch zwischen A und I sein. So wie, weiß ich nicht. Aki. Tacy. Gacy. Facy. Warte mal, Facy? Ist Face it? Nee, ist kein Wort, ne? Nee. Ich habe so an Fazit gedacht, aber ich wusste jetzt nicht, was Fazit auf Englisch heißt.
Was könnte am Anfang stehen, wenn CII in der Mitte? Das ist halt wieder irgendwas, was ich nicht kenne. Case it. Case it. Es ist wieder irgendwas, was ich nicht kenne. Ich bleib mal bei C am Anfang. Ich glaube, das ist besser. Aber dann weiß ich halt auch nicht. Ich habe so Wörter im Kopf wie Kalif und da ist das L und das habe ich nicht. Boah, sowohl auf ACI als auch auf CA irgendwas I komme ich nicht auf einen brauchbaren Wort, ne? Ist unfassbar. Warte mal, weg. Exit? Nee. Oh, warte mal, WACI. Ist da irgendwas? Basics? Basic? ASIP? Alter, akzeptier doch mal irgendein scheiß Wort, Mann. TAC? Ticket? Was ist das? Okay, wir gucken kurz Tagkit nach. Habe ich noch nie gehört? Was ist das? Tacit oder Tessit? Stillschweigend! Bin ich jetzt auch. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Also ich zeig's noch kurz. So.